Ja, hallo, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, Junggebliebene, Aufgewachte. Wir waren eben heute bei dieser lustigen Puls4-Sendung und ich habe mich laufend zu Wort gemeldet und die Frau Milborn, heißt sie, glaube ich, hat dann zwischendurch in dieser Werbepause gesagt, nein, über Geldschöpfung reden wir nicht. Gut, dann reden wir hier drüber. Und der Spindeleger ist ganz unglücklich dort gesessen und hat geredet über Vermögenssteuern, wo er jetzt fürchterlich streitet mit dem Faymann. Und er sagt, ja, jetzt müssen wir endlich umverteilen. Und ich habe dann gesagt, ich habe eine Lösung. Ja? Ich habe eine Lösung, ihr braucht es nicht umverteilen. Hört mit dem Blödsinn auf. Und was wollte ich eigentlich dem Herrn Spindeleger sagen? Und daher sage ich es jetzt euch, weil das kommt ja dann glücklicherweise sowieso irgendwann auch ins Internet. Umgekürzt und umgeschnitten. Also, sehr geehrter Herr Finanzminister, hätte ich zu ihm gesagt, Sie reden die ganze Zeit über die Sanierung des Budgets, als würden Sie den österreichischen Staat wie ein kleines Handwerksunternehmen führen, das eine Einnahmen-Ausgabenrechnung betreibt. Sie können sich nur vorstellen, das Budget zu sanieren, wenn Sie Ausgaben kürzen oder Einnahmen erhöhen. Was anderes hört man ja nie von Ihnen. Ne? Also Einnahmen-Ausgabenrechnung, ich schreibe also nur die Zahlungsflüsse auf, Einnahmen, Ausgaben, sonst gibt es nichts. Würden Sie den Staat wie ein bilanzierendes Unternehmen führen, Bilanz machen, dann wüssten Sie, dass man die Bilanz auch verlängern und verkürzen kann. Das wäre doppelte Buchhaltung. Würden Sie den Staat dann aber auch wie eine Bank führen, und warum eigentlich nicht, ja, warum soll nicht die Demokratie die Geldschöpfung übernehmen, dann könnten Sie bei der Bilanzverlängerung Geld schöpfen und bei der Bilanzverkürzung Geld vernichten. Und damit wäre in Wirklichkeit das Problem gelöst. Wenn Sie den Staat dann schlauer führen würden als eine Bank, wenn Sie den Staat schlauer führen als eine Bank, dann schöpfen Sie das Geld ohne Schuldbuchung. Nicht gegen Fremdkapital, sondern gegen Eigenkapital gebucht, wenn Sie das Geld erzeugen. Und durch eine Aufwandsbuchung ist es wieder weg und dann funktioniert es wie ein Gutschein, nicht wie eine Schuldbuchung der Banken. Also wir haben Möglichkeiten, rein buchungstechnisch Geld zu erzeugen und denen die Leistungen erbringen, von denen die Bevölkerung dann sagt, was die wert sein sollen, einfach Wohlstand zu geben, ohne anderen etwas wegzunehmen. Das ist ein umverteilungsloser Staat, der die Freiheit der Bürgerinnen und Bürger respektiert. Und ich sage euch jetzt ganz genau, was die Probleme sind, unter denen wir heute und in der Zukunft im Bankensystem leiden werden. Das beginnt damit, dass das Geld, das ihr auf der Bank habt oder dorthin tragt, nicht mehr euer rechtliches Eigentum ist. Je mehr das schwierig ist, umso mehr pfeift es. Aha, dann bleibe ich hinten. Ich glaube, das ist mein Tinnitus. Also wenn ihr das Geld auf die Bank legt, dann gebt ihr damit euer rechtliches Eigentum auf. Das ist ein Problem. Denn die Bank, wenn sie pleite geht oder wenn sie sagt, sie hat jetzt nicht genug Mittel, die kürzt euch das einfach, die nimmt es euch weg, weil es nicht euer Eigentum ist. Ihr habt nur eine Forderung der Bank gegenüber. Da wäre es ja wesentlich besser. Euer Konto würde zum Beispiel die Telekom führen, die Sozialversicherung, das Bundesrechenzentrum. Ja? Alle, die ein großes Rechenzentrum haben, wo wir eh schon alle registriert sind unter irgendeiner komischen Nummer, Sozialversicherungsnummer, bieten sich ja förmlich dafür an. Und dort haben alle Bürgerinnen und Bürger dann ein Konto, das ist aber in ihrem Rechtsbereich. Und das Geld darauf, das ist ihr Eigentum. Und das entsteht dann, wenn wir schlau sind, aufgrund demokratischer Gesetze, an die wir uns einfach halten. Wir bestimmen selbst, was die Leistung für die Gesellschaft durch ihre Mitglieder wert sein soll. Und wenn jemand erwiesenermaßen die Leistung erbringt, wird das Geld dort frisch geschöpft. Und wenn er konsumiert, wird ihm Geld wieder gelöscht, aber es wird nicht mehr weitergegeben. Damit vermeiden wir den Geldumlauf und sind das ewige Nullsummenspiel los und sind eben in dieser wunderbaren, befreienden, demokratischen Gesellschaft ohne Nullsummenspiel, in dem wir alle gemeinsam reicher werden. Eine umverteilungsfreie Gesellschaft. Es ist im Prinzip wirklich einfach. Und es wird dazu kommen, und bitte denkt an meine Worte, es wird dazu kommen, dass schon sehr bald man uns ein bargeldloses System nahelegt. Möglicherweise durch gesetzlichen Zwang. Vielleicht wird es dann heißen, der ganze Euro kann nur weiter existieren, wenn wir auf bargeldlos umsteigen. Das kann schon sein.
Aber spätestens dann stellt sich, wie gesagt, die Rechtsfrage, was ist ein gesetzliches Zahlungsmittel? Denn das sind heute nur Münzen und Scheine. Und wenn es nur buchungstechnisch passiert, dann haben wir in Wirklichkeit eine Forderung auf etwas, das nicht mehr existiert. Reines Chiralgeld im heutigen System, wenn Münzen und Scheine abgeschafft werden, ist eine Forderung auf etwas, das es dann nicht mehr gibt. Und das ist dann auch meine liebenswürdige, freundliche Botschaft an Brüssel. Von dieser schönen historischen Stelle aus, und ich bin mir sicher, das stimmt ihr alle mit ein. Bei der nächsten Währungsreform, meine lieben Freunde in Brüssel, werdet ihr an der Demokratie nicht vorbeikommen. Dankeschön.